Oh Leute, heute gibt es nicht so eine schöne Sache, die wir uns angucken werden. Und zwar, wir sind heute auf dem Kanal Echt Passiert unterwegs und hier soll es angeblich echte Geschichten geben, die quasi in einen Animationsfilm nachgespielt worden sind. Und ich bin süchtig nach Videospielen und kann mich nicht selbst kontrollieren. Da bin ich mal gespannt, Leute, nicht, dass ich auch süchtig bin. Gucken wir uns das Ganze mal an und schauen, was hier dem Paul Berger passiert ist. Checkt gerne den Kanal, erster Link oben in der Beschreibung, Leute, Abfahrt hier. Ich bin Simon und wie viele an... Unge? Oh, Unge, bist du's? Du hast kurz geglaubt, ich hab mich eingeschissen. Haha, Prank! Oh, Unge. Das passt natürlich. Da habe ich schon als kleines Kind Videospiele gespielt. Nur für mich wurde es zu einer Sucht, die mir das Leben schwer machte. Bevor ich... Wie hast du denn gemerkt, dass du süchtig geworden bist? Na, ja, wie merkt man das denn, dass man süchtig ist? Das ist die Frage, stelle ich mir gerade, Simon. 15 Jahre alt wurde, spielte ich Videospiele, aber nicht so intensiv um meine Not. Erst mit 15, Leute? Wenn ich überlege, ich habe, glaube ich, das erste Mal am PC gesessen mit 7 Jahren und habe das schon gezockt, so Moorhuhn und so. Kennt ihr damals? Kennt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr. Zu ruinieren oder andere Aspekte des Lebens zu beeinflussen. Dann stellten mir meine Freunde ein Wettbewerbs-Online-Spiel vor. Ich werde es jetzt nicht beim Namen nennen, aber... Wettbewerb-Online-Spiel? Wahrscheinlich Fortnite oder was für ein Game? Aber die meisten von euch erraten wahrscheinlich, wovon ich rede. Wir spielten zusammen... Das ist ganz klar Fortnite, Leute. Das ist nämlich der Paul Berger. Sprachen über Mikrofone und es machte viel Spaß. Wir haben als Team zusammengearbeitet. Bald wechselten meine Freunde zu anderen Spielen, aber ich blieb dabei. Es war nicht nur Spaß für mich, es war auch interessant, meine Fähigkeiten darin zu entwickeln. Ja, logisch. Ehrlich gesagt träumte ich davon, eines Tages ein professioneller Gamer zu werden und meine ganze Freizeit investierte. Real Talk, Leute. Ich glaube, den Traum hat einfach jeder, der zockt, oder? Der Beste der Welt zu sein, der Beste von einem Spiel. Boah, das ist einfach Feeling, Alter. Kann ich 1:1 nachvollziehen. Ja, ab und zu, da zockt man dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Ich dafür. Im Grunde genommen fühlte es sich an, als würde ich etwas Nützliches tun. Früher ging es bei den Spielen nur darum, Spaß zu haben. Genauso wie beim Anschauen eines Films oder beim Lesen eines Buches. Verstehst du? Aber jetzt fühlt es sich an, als wäre es ein Lebensstil. Hallo. Du brauchst jetzt hier keinen Satelliten suchen. Mein Handy sucht Satelliten jetzt hier. Klar, zocken ist ein Lebensstil, ganz klare Geschichte. Also ist doch nichts Schlimmes, also ich finde, Zocker sein ist doch nicht schlimm. Ich habe meine ganze Freizeit damit verbracht, es zu spielen, normalerweise bis zum Morgengrauen. Natürlich war ich in der Schule schläfrig und erschöpft und wenn ich es mal nicht war, dachte ich trotzdem den ganzen Tag an das Spiel, schaute Videos darüber an, las Neuigkeiten und wollte eine neue Strategie entwickeln. Und dann, als ich zu Hause war, fing ich an, es wieder zu spielen. Normalerweise dachte ich, dass ich ein wenig spielen und dann meine Hausaufgaben und Arbeiten erledigen würde. Aber dann war es noch eine Stunde, dann 2, 3, 5 und dann ist es wieder morgen. An diesem Punkt gingen meine Noten ganz schön ernsthaft runter. Und natürlich haben meine Freunde mich längst vergessen, weil ich... Ja, das ist natürlich scheiße, ne? Also sag mal so gut, ihr wisst Leute, manchmal die Zocker-Session geht ein bisschen länger. Aber die Hausaufgaben und so, das sollte man schon nicht vernachlässigen, weil ihr müsst auch sehen, Leute... Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr wirklich Profi-Gamer werdet und damit dann auch Geld verdient, die ist wirklich sehr, sehr gering. Deswegen passt lieber in der Schule auf und dann könnt ihr dafür vielleicht, wenn ihr einen guten Job habt, später dann umso mehr spielen. Aber das ist scheiße, Digga. Wenn du dann gar keine Zeit mehr für Freunde und so hast, nur noch alleine vorm PC hockst. Aber klar, es gibt so Phasen, dass man viel vorm PC und alles zockt viel, aber die ganze Zeit, ich weiß nicht. Ich von diesem einen Spiel besessen war. Ich aber machte mir nichts draus, denn ich wurde besser im Spiel und andere Dinge waren egal. Aber es wurde noch schlimmer. Ich fing an, Geld in das Spiel zu stecken, sparte das Essensgeld und Taschengeld, das mir meine Eltern gaben und bezahlte für virtuelle Gegenstände im Spiel. Und sie waren nur cool anzusehen, haben mir aber nicht mal einen Vorteil verschafft. Meine Eltern bemerkten es zuerst nicht, weil sie viel arbeiteten und keine Zeit dafür hatten. Und das erlaubte mir auch, die Schule zu schwänzen und manchmal zu spielen. Oh, okay, das ist echt so krass. Real Talk, Digga, jetzt Schule schwänzen. Oh, nee, also um zu zocken, das ist wirklich dann schon ein echtes Alarmsignal meiner Meinung nach, dass man komplett die Kontrolle verloren hat. Ich sag ehrlich, Freunde, ich bin Real Talk. Ich habe damals, wenn ein Update oder so rauskam bei einem Spiel, was ich echt gesuchtet habe, ja gut, dann war man aus Versehen mal krank gewesen oder wenn die neue PlayStation rauskam, dann war man halt mal eine Woche zu Hause. Aber sollte man wirklich nicht machen, dann ist das schon zu krass. Und ich sag ehrlich, Leute, jeder hat schon mal in ein Spiel reingepayt. Und damals, wo ich noch nicht so viel Geld hatte, habe ich auch ein bisschen was zusammengespart und habe da ein bisschen was reingesteckt in einem Spiel. Aber ich finde, das sollte alles noch im Rahmen sein. Man sollte nicht sein ganzes Geld da reinbraten. So ein Teil
wenn man zum Beispiel keine Zigaretten raucht oder kein Alkohol trinkt und nicht zu Partys geht und so, finde ich, kann man ja das Geld nehmen und wenn man daran Spaß hat, in so ein Spiel reinhauen, dass das sich wieder so ausgleicht, aber man sollte nicht alles reinhauen, das ist ja kompletter Quatsch. Das Ganze ging also mindestens ein halbes Jahr so weiter. Ich schaffte es, so viel zu lernen, wie nötig war, um nicht völlig zu scheitern. Ich war in dieser Zeit sehr nervös, wütend und unhöflich. Ich habe mich mit anderen Spielern im Spiel gestritten und sie beleidigt. Bellotrix, bist du's? ja, Bruder. man kennt die Lobbys, Alter, die alten COD-Lobbys, Freunde, wo sich alle beleidigt haben. Das macht aber jeder. Lustig ist, dass ich solche Spieler seit dem ersten Tag des Spiels gesehen habe, aber ich habe sie immer ausgelacht, weil ich dachte, ich würde nie wie sie auf die dunkle Seite kommen. Das gleiche geschah im wirklichen Leben. Den ganzen Tag in der Schule sehnte ich mich danach, wieder zurück zum Spiel zu kommen und ärgerte mich, als jemand versuchte mit mir... Bruder, das kenn ich auch. ...über seine dummen Probleme zu sprechen, so sah ich es damals. Als meine Noten so schlecht wurden, dass ich versagte, haben meine Eltern endlich verstanden, was passierte und mir meinen Computer weggenommen. Ich war so wütend. Ich hab... Computerverbot oder Playstation-Verbot damals. Und Fernsehverbot. Oh mein Gott, das war das Schlimmste. Aber ich habe immer einfach Vitamin B zu mir genommen und bin zu Kollegen gegangen und hab da einfach heimlich weitergezockt. Ha! Damit habt ihr nicht gerechnet. Versucht ihnen zu erklären, dass es sich lohnt und man als professioneller Spieler Millionen verdienen kann. Ja, aber... Ich höre auch so viel junge Leute und so, die wollen Profi-Gamer werden. Ich sag euch ehrlich, Freunde, das wären von 100.000 wird das einer vielleicht. Es bringt echt Retalk. Das ist so schwierig und glaubt mir, alter professioneller Spieler, das ist so... Aber sie haben... Das ist so anstrengend, die trainieren den ganzen Tag, dies, das, anders, Leute. Passt lieber an eine Schule auf, macht was Vernünftiges, Retalk. Gar nicht zugehört. Also tat ich das einzige Vernünftige, was ich in dieser Situation tun konnte. Ich begann, eine billige mobile Version des Spiels zu spielen. Aber bald nahmen sie mir auch mein Handy weg. Ha, ha. Ich war noch wütender als vorher und weigerte mich, ihnen zuzuhören. Aber mit der Zeit wurde mir klar, in was für einer Situation ich mich überhaupt befand. Bevor meine Sucht begann, war ich ein guter Schüler. Nicht hervorragend, aber gut. Jetzt habe ich in fast jedem Fach versagt. Sogar im Sportunterricht. Die Lehrer erklärten mir und meinen Eltern, dass ich entweder eine Sommerschule besuchen oder ein Jahr wiederholen muss. Was ist denn eine Sommerschule? Hab ich noch nie gehört. Keine Ahnung, kann ich euch gar nicht sagen. Also könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Sommerschule, sowas hatten wir bei uns nicht. Um zumindest die Chance zu haben, eine Prüfung später zu bestehen. Als ich erkannte, dass ich in der Schule völlig versagte, fühlte ich mich, als hätte ich... Oh! Was ist denn das für ein Game? Aha. Buchstäblich meine Chancen auf eine gute Zukunft oder die Uni zerstört, nur wegen meines dummen und unrealistischen Traums, ein professioneller Zocker zu werden. Denn in Wirklichkeit hat nur jeder von mehreren tausend Menschen die Chance, ein Profi zu werden. Ich sah mir mehrere Videos an und las Artikel von älteren Männern, die das gleiche Problem hatten und ihr Leben war unglücklich. Ich beschloss, meinen ganzen Sommer dem Lernen zu widmen. Und obwohl es für mich traurig und schwer war, schaffte ich es kaum, mich auf das kommende Jahr vorzubereiten. Meine Eltern waren sehr verständnisvoll und gaben mir meinen Computer und mein Handy zurück, als sie sahen, dass ich hart daran arbeitete. Ja, so ist das meistens. Wenn man auf einmal wieder gute Noten hat, dann gibst du auch die ganzen Sachen wieder zurück, kenne ich zu gut. Und dann wurde einfach eigentlich genau weiter gegrindet, weil dann aufgepasst, dass den Eltern das nicht so schnell wieder auffällt. Eigentlich ist es nicht lustig. Ist eigentlich nicht lustig, ja. Naja, jetzt geht's mir irgendwie gut. Es ist immer noch schwer zu lernen und sich auf Prüfungen vorzubereiten, aber zumindest habe ich aufgehört, meine Chancen zu ruinieren, bevor es zu spät war. Ich denke nicht, dass Videospiele schlecht sind und ich hoffe, dass ich in der Lage sein werde, sie wieder zu spielen, wenn meine Situation besser ist. Nicht wie im letzten Jahr, aber wie früher, als ich jeden zweiten Tag oder so für ein paar Stunden... Jeden zweiten Tag? ...lang gespielt habe. Bis dahin muss ich mich aber von ihnen fernhalten. Teil dieses Video, damit andere Personen mit dem gleichen Problem es kapieren und ändern können, bevor es zu spät ist. Auf jeden Fall, Leute. Also ich sag ganz ehrlich, gutes Video, guter Einwand hier. Man muss einfach sagen, Leute, wenn es schon so weit ist, dass ihr nicht mehr in die Schule geht und alles, also dann ist, ey, dann ist wirklich vorbei, Freunde. Also dann lasst euch helfen, sperrt die Scheiße weg. Ich habe das immer so gemacht, Bruder, mich ein bisschen... Ich war auch nicht der Beste in der Schule, aber ich habe mich immer so auf Undercover angestrengt, gute Noten und so, weißt du, und dann konnte ich auch viel zocken. Ha, Trick 17, Bruder, man kennt's.
Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Checkt gerne die Jungs von Echt Passiert aus. Nice Animation, muss ich sagen. Hat mir echt gefallen. Gucke ich mir vielleicht mehr davon an, Leute. Das war's gewesen. Haut rein, lasst ein Abo da, liken, abonnieren. Ja, ruft da.